Wer berühmte Eltern hat, den zieht es ebenfalls ins Rampenlicht. Bei Thomas Gottschalk trifft das nicht wirklich zu. Die Wetten-dass-Legende selbst darf auf den großen Events und in vielen TV-Shows nicht fehlen. Doch dass seine Familie vor der Öffentlichkeit geschützt ist, war ihm immer wichtig. Weswegen er Mitte der 90er Jahre mit seiner Ex-Partnerin Thea und den Söhnen Tristan und Roman in die USA zieht. Umso verblüffender ist der Anblick seines ältesten Sohnes, der sich uns jetzt bietet. Denn gemeinsam mit seinem berühmten Vater gibt Roman Gottschalk bei Frauke Ludowig eine Premiere. Sein erstes Interview. Erste Interview, ja. Thomas, den hast du so lange verheimlicht. Warum eigentlich? Bisher habe ich alles selber gemacht. Und jetzt? Gibst du ab? Sie muss ich abgeben. Langsam muss ich anfangen. Ja. Da ist selbst eine erprobte TV-Größe wie die Exklusivmoderatorin ganz aus dem Häuschen. Bei den Fotos vom Set fällt uns die frappierende Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn auf. Die Haarfarbe unterscheidet sich zwar, doch die lockige Struktur sehen wir bei beiden. Die Nase, der Blick und das Lächeln. Der 39-Jährige ist das Ebenbild von Thomas. Auch die Statur, die Größe und die Körperhaltung ähneln dem Zuschauerliebling sehr. Auch die Vorliebe zur Gesichtsbehaarung teilen sich die Gottschalk-Männer und die zur bayerischen Brotzeit und deutschem Bier offensichtlich ebenfalls. Einen Tag zuvor begleitet der Sohnemann seinen berühmten Vater und dessen Partnerin Carina zu der 40-jährigen Jubiläumsfeier des Films Die Supernasen am Wörthersee, wo er mit Thomas um die Wette strahlt. Am Scheinwerferlicht scheint er nun Gefallen zu finden, denn aktuell dreht der 39-Jährige eine Dokumentation über seinen Papa. Mein Vater war immer Vorbild. Durch die Arbeit hoffe ich, ihn noch näher zu kennen, sagt er. Und diese Bilder zeigen, wie nah sie sich jetzt bereits sind.